Was weiß Ihr Auto über Sie? Haben sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Beim Surfen im Internet ist man es gewohnt, Cookie-Einstellungen zu verändern, weil man weiß, dass da permanent Daten fließen. Aber auch Ihr Auto sammelt permanent Daten. Warum diese für Gutachter und Versicherer wichtig sind, das diskutieren wir heute auf dem 7. Allianz Autotag. Vor, während und nach einem Unfall können bereits heute in PKWs installierte Sensoren und Kameras Daten aufzeichnen, die das Rekonstruieren eines Crashs deutlich erleichtern. Hierzu gehören unter anderem die Geschwindigkeit, die Stärke der Verzögerung und der genaue Zeitpunkt des Unfalls. Die mittlerweile bei Neuwagen oftmals vorhandenen Kameras der Assistenzsysteme könnten sogar Videodaten des Unfallhergangs speichern. Wir wünschen uns mehr Transparenz, weil das von Hersteller zu Hersteller heute sehr unterschiedlich ist, und mehr Standardisierung. Und da ist ja auch das Normungsgremium in Genf, was das für weltweite Länder auch wirklich durchführt, unterwegs in die Richtung. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass man das Datenmodell dort so hinbekommt, dass es für den Alltag auch wirklich tauglich ist. Man darf nicht vergessen, dass die Versicherer mehrere Millionen Kollisionsschäden pro Jahr regulieren. Aktuell haben nur die Fahrzeughersteller Zugriff auf die im Fahrzeug gespeicherten Daten. Um diese Informationen jedoch einfach nutzbar zu machen, müssten neben einem einheitlichen Zugang vorab erst einmal Regeln aufgestellt werden, wann eine Auswertung rechtens ist. Es wird derzeit diskutiert, in welchen Fällen der Fahrzeughalter die im Fahrzeug gespeicherten Daten nicht zurückhalten darf. Ein Vorschlag besagt, dass bei einem Sachschaden die Entscheidung beim Halter liegt. Bei Unfällen im Rahmen einer Straftat oder wenn Personen zu Schaden gekommen sind, soll dies nicht der Fall sein. Die Allianz schlägt vor, dass eine unabhängige Stelle zukünftig die Daten der Fahrzeuge sammelt und bei Bedarf den Versicherungen und Behörden zur Verfügung stellt. Immer vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage hierzu wurde nachgewiesen. Also für uns als Versicherer ist wichtig, die Daten gehören erstmal dem Kunden. Und wir wollen als Versicherer keinen privilegierten Zugang zu diesen Daten haben. Wir sprechen uns auch klar dafür aus, dass, wenn es nur kleinere Sachschäden sind, man zugreifen kann, wenn beide Parteien zustimmen. Wenn das aber eine Partei nicht möchte, würden wir auch keinen Rechtsrahmen dafür fordern, dass das passiert. Sind aber Schäden an Personen, tödliche Verletzungen, schwere Verletzungen, dann ist aus meiner Sicht das Aufklärungsinteresse auch der Gesellschaft und der Bevölkerung so stark zu gewichten, dass es dann einen Zugriff auf diese Daten gibt, aber immer dann auch über diesen unabhängigen Treuhänder, wo alles klar geregelt ist. Vielleicht auch noch ein Hinweis: Wir brauchen nicht viele Fahrzeugdaten, sondern wir brauchen genau die Daten kurz vor dem Unfall und kurz danach. Da reden wir über ein paar Sekunden, keine Aufzeichnung von Fahrverhalten und Ähnlichem. Die Allianz und der ADAC arbeiten zukünftig enger zusammen. Doch welche Vorteile entstehen hierdurch für die Unternehmen und somit gegebenenfalls auch für deren Kunden bzw. Mitglieder? Ja, ich glaube, wir können viel besser auf unsere Kundenwünsche, auf unsere Mitgliederwünsche eingehen in dieser Autoversicherung. Es wird für jeden praktisch ein maßgeschneidertes Paket geben, mit dem er am besten zufrieden sein kann. Die neue ADAC Kfz-Versicherung bietet viele Vorteile für die Mitglieder des Automobilclubs. Doch auch auf Seiten der Allianz sieht man in der erweiterten Kooperation viel Potenzial. Wir arbeiten heute schon bei der Schadensteuerung zusammen, und der ADAC hat 20 Millionen Mitglieder. Wir haben 20 Millionen Kunden. Der ADAC steht für Mobilität in Deutschland. Wir stehen für Kundenservice und Qualität in der Versicherung. Das zusammenzubringen ist Win-Win für beide Seiten. Und da ist wirklich Musik drin für die Zukunft. Also da können wir uns als Allianz wirklich drauf freuen. Der 7. Allianz Autotag geht zu Ende. Und ich muss sagen, auch die Zukunft bleibt weiter spannend. Immer mehr Daten werden gesammelt. Immer mehr Daten müssen analysiert werden. Und dazu braucht es einen gemeinsamen Standard. Nur so können Täter und Opfer in einem Schadensfall differenziert werden, und dafür sollten internationale Richtlinien gelten.